Einmal im Sommer versammeln sich in Hessen begeisterte Oldtimer-Fans zu einem ganz besonderen Event, der Klimmer-Rallye rund um Karben. Um 9 Uhr fällt der Startschuss. Dann geht es los für die 95 Oldtimer samt Besatzung. Gute Laune inklusive. Nur Spaß? Andere Teams haben heute mehr vor. Ja, wir müssen den Damenpokal verteidigen und müssen vor unseren Männern landen. Auch seltene Preziosen haben den Weg nach Karben gefunden. Das ist ein 1964er Alfa Romeo Sprint Speziale. Den sieht man aber nicht direkt durch. Nein, von dem Auto sind 1800 gebaut worden und ich denke mal, es sind weltweit noch ca. 150 bis 200 in Betrieb. Gestartet wird im Minutentakt. Route und Aufgaben stehen im Roadbook. Doch das gibt's erst beim Start. Ganz schön knifflig, oder? Ich versuche ja hier keine Geschwindigkeitsrallye zu machen, sondern es soll eine Spaßrallye sein, wo es natürlich Aufgaben zu lösen gibt. Ja. Aufgabe Nummer 1: die Landschaft genießen. Und Landschaft gibt es auf den rund 175 Kilometern quer durch Hessen genug. Mit einem Schnitt von 35 km/h bleibt reichlich Zeit zum Genießen. Sie ist ein bisschen anders wie andere Rallyes. Die Touren sind nicht so lang. Und vom Fahren her, sage ich mal, ist es angenehmer. Man hat nicht Spiele zwischendrin. Klar, man muss natürlich auf verschiedene Sachen achten. Aber im Vergleich zu anderen Rallyes einfach schöner zu fahren, finde ich. Und es ist nur eine Tagesrallye. Trotzdem müssen sich die Teilnehmer auch bei dieser Rallye konzentrieren. Denn das Roadbook ist ganz schön haarig und der einzig reguläre Weg zum Ziel. Wer jetzt noch nicht auf den Hund gekommen ist, kann beim Mittagsstopp über die richtige Taktik sinnieren. Die Strecke war toll, also die hat richtig Spaß gemacht. Und mein Mann meinte dann auch, wir müssen jetzt ein bisschen Zeit einholen und das war dann der Spaßfaktor. Aber es gab keinen Stress. Nein. Oder nur ganz Nein. kurz wenigstens mal. Ja? Okay. Habt ihr immer so Bilder in der Hand? Was ist das? Also die Bilder muss man suchen und dann in der richtigen Reihenfolge im Bordbuch dann eintragen, wenn man eins gefunden hat. Was ausgesprochen schwierig ist, weil wenn du dann hier so einen Zebrastreifen siehst, ich meine, keine Ahnung, wie viel es davon gibt, ja, ob es dann genau der ist. Ja. Ja, oder auch die Fachwerkhäuser. Aber gut, das ist ja der Spaß. Ja. Ja, und dass man nicht alles löst, ist ja auch kein Ding. Aber eine schöne Route und das Wetter, ich hoffe ja, es hält. Zu einem ganz besonderen Vergnügen wird die Rallye in diesem Klassiker. Wir durften schon verschiedene Oldtimer bewegen und der ist so unkompliziert zu fahren. Ja, also es gibt ja Oldtimer, wo man schon noch tüfteln muss, also gerade die Vorkriegsmodelle, wo das Gaspedal nicht da ist, wo man es heutzutage erwartet und so Sachen. Und der ist wirklich so einfach zu fahren und macht echt wahnsinnig viel Spaß. Ein echter Hingucker. Mit Roadbook Teil 2 geht's nach dem Mittagessen für die Teilnehmer wieder auf die Strecke. Mittelalterliche Städte mit historischen Fachwerkhäusern wie Idstein und Runkel stehen jetzt auf dem Programm. Kleinere Umwege oder Pausen gehören auch am Nachmittag dazu. Und so ist bei den meisten Teilnehmern von Verbissenheit bis zum Zieleinlauf in Karben nichts zu sehen. Also es ist eine Rallye, die für einen Tag wirklich super, super Spaß macht. Und drei, vier Tage muss nicht unbedingt sein. Also so eine Tagesrallye ist ideal. Teilnehmer und Publikum sind begeistert. Obwohl manche Teams schon mit dem Schicksal bzw. Roadbook hadern. Durchwachsen. Aber es ging. Ja, es war wir lustig. Waren besser als unsere Männer. Oh. Genau. Das wisst ihr schon jetzt, oder? Naja, Bordgartenvergleich. Zwischendrin mal. Schöne Veranstaltung. Immer nett, immer gut organisiert. Also es macht auch immer Spaß. Genau. Ja, gerne wieder. Jederzeit. Auch hier zählt der olympische Gedanke. Dabei sein ist alles. Für Organisator Guido Hommel geht's noch um mehr. Da ich die Szenerie ein bisschen kenne, will ich immer ein bisschen ausbrechen. Und das Ausbrechen, das klingt mir immer so, dass es den Leuten gefällt. Zu den üblichen Benzingesprächen kommt der Tratsch über diese 7 Schätzchen der Lebenshilfe Gießen, die man mit ein bisschen Glück für 5 Euro gewinnen kann.
Also teilnehmen kann man auf verschiedene Art und Weise. Einmal hier auf solchen Veranstaltungen. Kommt man zu unserem Stand, spendet seine 5 Euro, ist einmal dabei. Oder man schaut im Internet nach unter oldtimerspendenaktion.de. Oder man geht auf seine Bank und schaut auch wieder im Internet nach der Kontonummer und kann dann seinen Obolus überweisen. So ein Lebenshilfe-Gießen-Oldtimer ist ein schöner Gewinn. Apropos Gewinn. Jetzt werden die Sieger der Klim-Air-Rallye gekürt. Doch bevor es an die Preise geht, wird erstmal Organisator Guido Hommel von Monika Borgwardt geehrt. Ich möchte Sie nämlich zum Ehren-Borgwardtianer ernennen und überreiche Ihnen hiermit die goldene Borgwardt-Nadel. Die Tochter des Borgwardt-Gründers spricht vielen Teilnehmern aus der Seele. Es war wunderbar. Es war also perfekt ausgearbeitet. Also die ganze Organisation hat wirklich keine Wünsche offen gelassen. Die Wahl der Route fand ich ganz, ganz bezaubernd, sehr abwechslungsreich. Und sogar das Essen ist für einen guten Zweck. Denn wirklich alle Einnahmen der Klim-Air Rallye kommen neben der Lebenshilfe Gießen der Organisation Lichtblick Aktiv Schwester Sigrid zugute. Dazu gehört auch eine Uhrenversteigerung. Die Veranstaltung selbst ist für alle Teilnehmer praktisch eine Spende. Über 6.000 Euro kommen so zusammen. Damit hat sich dieser Oldtimer-Event mit Herz nicht nur für die Teilnehmer gelohnt. Wir sehen uns wieder 2016 in Karben.